Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Pokémon nicht ersetzen soll. Pokémon gehört allem Pokémon Company und Satoshi Tajiri. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also Freunde, willkommen zum Pokémon-Film Latias und Latios oder auch Pokémon. Wir fangen auch in alter Manier an. Bootleg Team Rocket haben Latias und Latios Bücher geklaut und wollen eine Maschine anschmeißen, um, naja, ich nehme an, die Welt zu beherrschen, so wie immer halt. Und auch ihr Auto kann fliegen, weil das ja irgendwie eine Regel geworden ist in dem Pokémon-Film. In Wasserfillerstadt 25, die besser aussieht als die meisten Pokémon-Städte im Anime, geben sich Misty und Ash ein Rennen. Sie benutzen auch Zatu und Natu als Ampel. Das Ganze kommt mir schon ein wenig wie Pokémons Sklaverei vor. Und mein Herz schmerzt immer noch, dass wir keine deutschen Songs haben. Aber hey, die spicy Kamerafahrten sind auch nice, oder? Latias und Latios schieben auch schon umher, aber sind unsichtbar. Team Rocket ist auch am Ampfen mit dem unendlichen Geldvorrat, den sie von Team Rocket gesponsert bekommen. Ash knallt dann gegen eine Wand, fällt ins Koma und erträumt sich alle Abenteuer, die wir in Zukunft sehen. Nein, glücklicherweise rettet Latias ihn noch. Da Ash durch Latias geboostet wird, überholt er alle, doch dann wird er von der Strecke weggeführt. Und Misty gewinnt dann wegen ihren Mann Corazon. Rossi, der verloren hat, führt sie dann durch die Stadt. Und Leute, die CGI-Technik war damals echt für'n Arsch. Pikachu nutzt dann die Gelegenheit, um von Ash und Co. abzuhauen, um ein eigenes Leben zu führen und trifft auf Bianca. Ihr Haar sieht auch etwas interessant aus. Ja, es ist Latias, es wurde nicht irgendwie geheim gehalten oder so. Sie kann sich irgendwie als Mensch tarnen. Wer weiß, Leute, vielleicht könnte ein gewisser Präsident auch ein Pokémon sein, was sich nur als Mensch getarnt hat. Annie und Oakley, also die Main-Antagonisten von dem Film hier, wollen dann Latias als Waifu fangen, doch Ash rettet sie. Bekommt eine Pokémon-Attacke ab und Ash grillt dann mit Pikachu die beiden Girls. Sie laufen weg und ja, die Animateure von Pokémon flexen weiter mit den Kamerafahrten. Dann verschwindet Latias und yay, wir gehen ins Museum. Aber hey, wenigstens sehen wir Super Mario, der irgendwie Ash und Co. die Pokémon-Fossile zeigt. Sie sehen auch den VMA. Die ganze Geschichte von der City hier ist auch, dass Aerodactyl und Kabutops von einem bösen Trainer dazu gezwungen wurden, anzugreifen, bis Latias und Latios die Dons der Stadt kamen und sie ertränkt haben. Wow, mit denen würde ich mich echt nicht anlegen. Ash findet wieder Latias und verfolgt sie es. Wie dem auch sei. Ich möchte kurz die Musik in diesem Film Props geben. Nein, kein Joke. Ich möchte einfach nur sagen, die Musik ist echt nice. Ash findet sie dann und sie kennt ihn nicht mehr. Dann findet er sie wieder und sie möchte, dass sie ihm folgt. Ja, Frauen braucht man, glaube ich, nicht wirklich verstehen. Sie geht dann nach Hogwarts und Ash geht mit. Er kommt also in ein Pokémon-Paradies an. Doch Latios ist hier wie jeder ältere Bruder. Er will Ash Schellen verteilen, weil er mit seiner Sis chillt. Doch sie beschützt ihn. Dann gibt es Latias auf einmal zweimal. Doch der echte Mensch Bianca möchte dann mit Hilfe von Latios Ash zerstören. Doch Super Mario rettet ihn nochmal. Latias möchte nämlich nur mit Ash spielen. Süß. Ash ist also so ein Frauenmagnet, dass offenbar auch Pokémon bei ihm schwach werden. Sie erklären Ash dann, dass Latias ditto-mäßig seine Form ändern kann, nur wird es halt zu einem Menschen. Latias und Latios setzen dann ein Genjutsu ein, wir sehen Latios Sicht. Was können diese Viecher eigentlich nicht? Und ganz ehrlich Leute, der einzige Plot von diesem Film ist bis jetzt, dass die Animateure von diesem Film mit den Kamerafahrten flexen wollen. Aber hey, sie sehen cool aus. Der Vater von Latias und Latios, obwohl man die nicht züchten kann, hat damals die Stadt gerettet und ist danach gestorben. Ich frage mich wirklich, was wohl am Ende dieses Films hier passieren wird? Es ist wirklich ein Geheimnis, was man nicht entschlüsseln kann. Und übrigens, der Blick von Super Mario macht mir langsam echt Angst. Er schaut dann wieder ab. Wir sehen dann wieder die Team Rocket Girls, die wohl eine Ausbildung in Konohagakure gemacht haben. Sianna tötet dann den alten Mario und Latios kämpft dann gegen die beiden Mädels. Nachtnebel von Arialos war wohl auch genug, um, ja, das legendäre Pokémon zu besiegen. Latios opfert sich dann für Latias, weswegen es fliehen kann. Dann klauen sie den Kristall-Dingsbums. Und indem sie dann von Latios Energie abzapfen, können sie den VMA in Betrieb setzen. Sianna setzt dann wieder ihre Attacken gegen Menschen ein. Ganz ehrlich Leute, das einzige, was ich aus diesem Film gelernt habe, ist, dass man Pokémon-Attacken ziemlich erfolgreich gegen Menschen einsetzen kann. Naja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, mein Griffel setzt jetzt ihren Tag ein und ihr liked das Video. Das war übrigens sehr effektiv. Und ganz ehrlich Leute, fragt ihr euch bei solchen Szenen eigentlich auch immer, ob Rocco schläft oder nicht? Naja, ich bin sehr froh, dass Rocco nicht seinen üblichen Auftritt vor Latias hatte. Ihr wisst schon, das mit Pantimos und Ash Mutter alleine ist schon krank genug. Mehr davon können wir echt nicht gebrauchen. Latias sieht dann wieder durch Latios und sie sehen, wie die Fossil-Pokémon reanimiert werden. Aber nicht nur normale Fossile, sondern... sind die Fossilien? Die Stadt wird dann abgeriegelt wegen der Maschine. Kein Plan, wie das alles irgendwie funktionieren soll, aber nach 4 Filmen stelle ich echt keine Fragen mehr. Ash gondelt dann los und Aerodactyl will Latias töten. Also schockt Ash sich selbst und den ollen Dino. Sie entkommen und rasen mit Latias Antrieb weiter. Wir sehen dann Misty und Rocco, die eingesperrt sind und Ash Pokébälle haben. Da sie diese nicht aktivieren können, weil, keine Ahnung, schicken sie ihre Pokémon zu ihm. Aber hey, sie beschützen Ash dann vor Kabutops. Währenddessen denkt Oakley, dass sie mit einer Maschine, die eine Stadt kontrollieren kann, die ganze Welt kontrollieren kann. Ja, wisst ihr, Giovanni ist ein Spasti und so,
aber er hätte wenigstens Eier und Courage. Mit ihren wasserbändiger Kräften tötet sie Ash, aber Latias Ultra Instinct befreit sie nochmal. Er kommt dann an und tötet die Gegner. Ehrlich, was ist mit diesem Film los? Dann ziehen sie Latios wieder aus dem Ding raus. Annie verzeiht Oakley und sorgt sich um sie, obwohl sie, naja, vor ein paar Minuten alles töten wollte. Annie berührt dann den Kristall und die Maschine dreht durch. Das ganze Wasser der Stadt macht dann die Biege. Doch es kommt zurück in Form einer Riesenwelle. Goku und Vegeta stürmen also los, um diese Welle auf... Nee, warte mal, ich bin im falschen Film. Latias und Latios stürmen los, um die Welle aufzuhalten, aber sie gehen hier wirklich in den Ultra Instinct. Doch ihren Bruder Latios schafft es nicht. Mann, wer hätte nur gedacht, dass dieser Plot sich so in diese Richtung entwickeln würde? Wahrlich niemand. Ich frage mich wirklich, was wohl am Ende dieses Films hier passieren wird. Es ist wirklich ein Geheimnis, was man nicht entschlüsseln kann. Aber Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Hashtag Ehrenlatios in die Kommentare. Wir haben einfach einen Tod in einem Pokémon-Film und der tut mir irgendwie weh. Aber auf der anderen Seite war Team Rocket, also unser Lappen-Team Rocket, in diesem Film ziemlich inaktiv. Von daher, danke dafür. Unsere Truppe findet dann Latias wieder. Mit Hilfe von Sichtprojektionen sehen sie dann, dass Latios langsam die Erde verlässt. Also liegt der Himmel auf dem Mond? Er wird dann zu einem Kristall oder so. Ash macht dann wieder einen Abflug, aber Bianca hält sie auf. Oder ist es Latias? Pokémon Company, ich brauche Antworten. War das Latias oder Bianca, bitte? Nein, Spaß, das ist ziemlich obvious. Aber er bekommt ein Bild von sich selbst, hat ein weiteres Herz gestohlen und macht sich davon, noch eins zu stehlen. Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, hat Ash bald mehr Herzen gestohlen als Orden gewonnen. Und am Himmel sieht er dann auch Latios, Latias und Latios? Warum, was, hä? Aber hey, das ist das Ende von diesem Pokémon-Film. Und Arceus der Dank, dieser Film ist stabil für einen Pokémon. Film. Also Leute, das ist gewesen von Pokémon Film 5, Latias und Latios. Ich bin echt froh, dass dieser Film auf jeden Fall stabil war, weil das war einer meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit. Schreibt mir in die Kommentare, wie habt ihr diesen Film in Erinnerung gehabt? Fandet ihr ihn nice, fandet ihr ihn nicht so nice und so weiter und so fort. Gerne auch Lieblingsmoment in die Kommentare. Für den nächsten Part steht Jirachi an, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe diesen Film sehr, sehr vage in Erinnerung. Aber ich würde sagen, bei 5500 Likes gibt es das Video sofort nächste Woche. Ich will mal schauen, weil jetzt werden die Filme ein bisschen neuer, sage ich mal. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie viele Leute die Filme noch so im Kopf haben von damals. Deswegen, ja, crush den Like-Button, dann gibt es auf jeden Fall nächste Woche sofort wieder Pokémon-Minuten-Action. Ansonsten, lasst ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Der Kanal ist ja gerade wieder ein bisschen am Rehabilitieren, deswegen würde mich das auf jeden Fall hier sehr, sehr stark freuen. Ich freue mich raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.